Die einfachste Kürbissuppe der Welt. So, servus. Heute zeige ich euch, wie man die absolut einfachste Kürbissuppe der Welt macht. Easy angefangen mit Zwiebeln. Ich nehme 2 Zwiebeln, zerschneide die schön klein. Müsste nicht so extrem klein machen, wie ich es hier mache. Aber ich bin es gewohnt, die so zu schneiden. Könnt ihr natürlich größer machen. Dann nehme ich mir einen Knoblauch, zerdrücke den einmal mit dem Messer, dann liegt er besser auf dem Brett und ich kann ihn einfacher zerschneiden. Alles schön in eine Schüssel weg vom Brett, weil das Brett brauchen wir jetzt für unseren Kürbis. Der Kürbis, ich nehme einen Hokkaido-Kürbis. Beim Hokkaido-Kürbis könnt ihr normalerweise bei einer Suppe die Schale mit dran machen, aber die Schale war jetzt nicht so gut bei dem Kürbis, deswegen mache ich sie weg. Gerade bei einem Ragout könnt ihr sie dran lassen, das ist überhaupt gar kein Thema. Das sollte überhaupt gar kein Thema sein. Und macht es einmal von oben, schäl den auch noch seitlich und dann halbiere ich den ganzen Kürbis. Den höhle ich dann natürlich ganz normal aus. So weit aushöhlen, dass ihr den dann auch die ganzen Fäden innen drin rausbekommt. Das ist eine relativ glatte Innenhaut, sag ich jetzt mal, ist. Dann nehme ich mir eine Butter. Dann nehme ich mir einen großen Topf, hau da ein bisschen Öl rein, ein bisschen Butter und warte, bis das Ganze anfängt zu brutzeln. Dann kann ich die Zwiebeln mit reinhauen, lass sie kurz anziehen. In der Zeit, wo die anziehen, kann ich meinen Kürbis schon mal in kleine Würfel schneiden. Müsst ihr nicht so extrem klein schneiden, oder besser gesagt so in der Größe, so wie ich es jetzt auch habe. Einfach Würfel machen. Je größer ihr natürlich die Würfel macht, desto länger braucht nachher die Suppe zum Kochen. Hau das Ganze mit in den Topf rein und lass es nochmal ungefähr für 2 bis 3 Minuten anbraten, dass das Kürbis schon mal ein bisschen weich wird und auch ein bisschen Röstaromen bekommt. Ich mache hier noch Mehl mit in den Topf. Oder besser gesagt, ich versuche es in den Topf reinzumachen, um schon mal eine Bindung schneller bei der Brühe reinbekommen, die jetzt mit in das Ganze reinkommt, dass schon mal eine gewisse Grundbindung in der Suppe drin ist. Lasst es ungefähr so für die ersten 5 bis 10 Minuten kochen und würzt es das Ganze das erste Mal. Schön Salz, ein bisschen Pfeffer und dann sollte es für den Anfang auf jeden Fall reichen. Das natürlich wieder schön aufkochen lassen. So lange kochen, bis der Kürbis dann weich ist, wenn das ihr den mit der Hand zerdrücken könnt. Dann das Ganze mit einem Pürierstab pürieren. Dann kommt da noch 200 ml Sahne mit dazu. Natürlich das genaue Rezept steht unten in der Beschreibung. Das Ganze nochmal pürieren und dann aufkochen lassen. Oh, was für geile Schatze. Wenn euch die Suppe zu flüssig ist, gibt es da einen kleinen Trick. Ich mache ein bisschen Mehl in eine Schale rein, ein bisschen kaltes Wasser dazu, vermengt es, dass es ein bisschen, sag ich, eine dickflüssige Masse wird und kann es mit in die Suppe reingeben. Das Ganze muss natürlich aufkochen. Warum? Aus dem Grund, weil die Stärke noch in sonst, sag ich mal, den Geschmack behält, wenn man es aufkocht, ohne Probleme. Dann natürlich abschmecken. Ich mache dann am Ende nochmal ein bisschen Salz, nochmal ein bisschen Thymian rein für den Geschmack. Könnt ihr auch Rosmarin nutzen. Ich mag das mal, wenn es ein bisschen kräutrigen Geschmack hat, natürlich. Dann, wenn das Ganze aufgekocht ist, könnt ihr es natürlich richtig schön anrichten. Das ist leider die einzigste schöne Suppenschale, die wir haben. Bisschen Schnittlauch mit drüber. Könnt natürlich noch Kürbiskerne nehmen. Und ein bisschen, ich nehme hier Olivenöl. Man kann natürlich auch Kürbiskernöl nehmen. Und ich würde sagen, in Gurden und bis am Freitag.